Ich bin Matthias Reuter von InnoVex. Wir sind ja auch Sponsor hier von der Veranstaltung, wobei das erst gekommen ist, nachdem wir den Vortrag eingereicht haben. Deswegen ist das auch der Vortrag von InnoVex, wo kein Sponsor dran steht. Wir haben halt zusammen mit Filia Data dieses Projekt gemacht und es war eine coole Zusammenarbeit und ein cooles Projekt und davon wollen wir euch erzählen. Dann stelle ich mich jetzt auch kurz vor. Hallo zusammen erstmal, mein Name ist Philipp Christoph. Ich bin quasi der Repräsentant des Auftraggebers, also von DM Filia Data. Und wir machen einen obligatorischen Part mal ganz kurz. Zwei, drei Unternehmenszahlen, um es kurz zu halten, habe ich auch mal ein paar interessantere Zahlen mitgebracht, die vielleicht jetzt nicht jeder so auswendig kennt. Zum Beispiel DM ist mittlerweile in 12 Ländern inklusive Deutschland repräsentiert. Wir haben pro Monat ungefähr 450 neue Einlistungen in den Filialen, bedeutet tatsächlich 450 neue Produkte, die dazukommen, obwohl das den meisten Leuten eigentlich gar nicht so richtig auffällt. Und zusätzlich haben wir aktuell in Deutschland ca. 3600 Lernlinge, das sind die Auszubildenden bei uns, wovon ich glaube ca. 80 in der IT arbeiten. Worum es eigentlich geht heute, um den Servicepunkt, den hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen. Das sind große Kisten, beziehungsweise mittlerweile auch kleinere, die bei uns in den Filialen stehen. Wir haben 2004 mit dem, oh Gott, ich sehe schwer, mit dem linken Modell angefangen, haben das dann 2010 weiterentwickelt. Da ist ein neues Casing außenrum gekommen, hier auf der rechten Seite zu sehen. Die Oberfläche hat sich allerdings seit 2004 nicht mehr verändert. Deswegen haben wir uns irgendwann mal die Frage gestellt, eigentlich wollten wir es gern neu machen, aber sollen wir wirklich alles neu machen? Wir haben uns dann für ja entschieden und warum wir uns dafür entschieden haben, erkläre ich jetzt mal ganz kurz. Ein bisschen Hintergrundgeschichte. Es gibt bei unserem Servicepunkt ein Backend, das nennt sich SPAF, das Servicepunkt Application Framework. Dieses Framework bildet quasi das Backend für alle Aktionen, die ein Kunde bei uns tun kann. Während das Karten aufladen, Punkte einlösen, sich für irgendwelche Programme anmelden oder sonstiges. Das Backend bildet allerdings auch Funktionen, die jetzt vielleicht nicht jeder vermuten würde. Deswegen fangen wir mal mit dem Beispiel an. Ich bin ein Kunde in der Filiale und ich habe eine ganz simple Aufgabe an den Servicepunkt. Ich würde gern Text eingeben. Ich möchte eine PIN eingeben, ich möchte meinen Namen eingeben oder irgendwas in der Richtung. Was jetzt als erstes passiert, ist, es wird ein GET-Request an unsere Web-App. Ich habe Web-App wirklich mal in Klammern gesetzt, weil es eigentlich gar keine Web-App ist. Es ist eine Anwendung, die auf dem Server läuft und HTML an ein Webview, das hier auf dem Servicepunkt in der Filiale läuft, ausliefert. Es wird ein GET-Request an eine Login-Schnittstelle geschickt. Die Web-App bei uns in der Zentrale in Karlsruhe redet jetzt mit dem Servicepunkt Application Framework und teilt dem Framework mit, dass in der Filiale, also in unserem Beispiel Filiale 915, eine Aktion zeige, dass Keyboard ausgeführt werden soll. Das Servicepunkt Application Framework teilt wiederum der Web-App irgendeinen Hash mit, der das Ganze dann ein bisschen kodiert. Das Ganze geht dann wieder zurück in die Filiale zum Servicepunkt und zwar über entweder ein Div in irgendeinem Header, in sonst irgendeinem HTML-Element. Da gibt es 5000 verschiedene Möglichkeiten für. Mittlerweile ist der Kunde relativ gelangweilt, denn mittlerweile sind, sagen wir mal, 10, 12 Sekunden vergangen. Im nächsten Schritt ruft der Servicepunkt an sich das SPAF bei uns im Backend auf, das heißt, der kommuniziert dann selbst nochmal mit dem ganzen Ding, sagt, gib mir alle Aktionen, die aktuell für diesen Servicepunkt in dieser Filiale anstehen. Das SPAF liefert dann was zurück, nämlich zeig mal bitte ein Keyboard an und jetzt nach, sagen wir mal, 15 bis 20 Sekunden kommt der finale Schritt. Das Keyboard wird angezeigt. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder der Kunde freut sich wahnsinnig oder, was des Öfteren auch schon mal passiert ist, der Kunde existiert gar nicht mehr, weil er die Geduld verloren hat oder sonst irgendwas. Das ist ein kleines Beispiel, warum unser mittlerweile seit 2004 historisch gewachsenes Framework recht komplex geworden ist mit der Zeit. Wenn jetzt beispielsweise aus der Filiale auch eine Frage per Telefon bei uns reinkommt, die sagt zum Beispiel, die Tastatur kommt nicht hoch, dann habe ich als Entwickler erstmal die buchstäbliche A-Karte gezogen, weil ich dann keine Ahnung habe, wo ich überhaupt ansetzen soll.
Das macht das Debuggen wahnsinnig schwer und die Neuentwicklung ist mit dem ganzen Teil auch nicht so wahnsinnig spaßig geworden. Aus diesem Grund lande ich dann irgendwann in der sogenannten Maintenance-Hölle. Und aus dieser Hölle wollten wir einfach raus. Deswegen haben wir gesagt, wir entwickeln tatsächlich alles neu, schmeißen das komplette Produkt weg und haben eine komplette neue Oberfläche, komplett neues Gehäuse, alles dazu. Deswegen ist bei uns der Servicepunkt 2.0 dann entstanden. Und an diesen Servicepunkt 2.0 haben wir natürlich auch gewisse Anforderungen gehabt. Zum einen gab es Hardware-Anforderungen. Wir sehen hier zum Beispiel einen ganz einfachen Motorola-Scanner. Die werden beispielsweise auch in Kassen verbaut oder sonst irgendwas. Die wurden in den alten Servicepunkten eingesetzt, um Barcodes einzuscannen von Produkten oder Karten. Wenn es ginge, hätten wir die gern wiederverwendet. Ansonsten sollte das Ganze noch cross-plattformmäßig sein. Wir haben uns dafür entschieden, das Ganze auf Tablets zu bringen, um auch den Kostenfaktor ein bisschen zu reduzieren. Man muss dazu sagen, so ein alter Servicepunkt, das war ein Windows-Rechner, relativ große Kiste, der hat ca. 5.000 Euro gekostet in der Anschaffung, ein Gerät. Wir haben dann versucht, das Ganze auf Tablets zu bringen, weil so ein Tablet ein bisschen günstiger ist, höchstwahrscheinlich. Deswegen haben wir gesagt, wir probieren es erstmal mit Apple, mit iPads. Wir wollten uns allerdings die Möglichkeit nicht verbauen, das Ganze auch noch auf andere Plattformen zu bringen. Entweder wieder Windows oder Android oder irgendwas in der Richtung. Deswegen haben wir gesagt, unsere Lösung muss cross-plattformfähig sein. Zusätzlich hatten wir noch die Anforderung, dass das Ganze ein bisschen offline-capable sein muss. Zunächst war die Anforderung, der Kunde muss immer machen können, was er alles dort tun kann. Also er muss Punkte aufladen können, er muss sich für Programme anmelden können, egal was, auch wenn keine Internetverbindung besteht. Zusätzliche Info am Rande, viele Filialen haben eine furchtbare Internetanbindung bei uns. Aus diesem Grund war der Punkt doch sehr wichtig. Wir haben den Punkt später aufgelöst, zu REST-Calls sind erlaubt, weil die ganzen Geldprozesse, die dahinter stehen und die ganzen Anmeldeprozesse und alles Mögliche wäre sehr komplex gewesen, das innerhalb der Web-App solide abzubilden. Wir hatten also von Anfang an so ein paar Hardware-Limits, mit denen wir arbeiten mussten. So, wir wollen ein paar Sachen anschließen an das Gerät. Erstmal braucht es natürlich Strom, was bei einem iPad kein Problem ist, das kriegt ja Strom. Wir wollten auch den Scanner anschließen und wir brauchten irgendwie ein Netzwerk. Netzwerk klingt so trivial bei einem iPad, ich meine, es hat ja WLAN, aber es war tatsächlich ein großes, langes Abenteuer, bis wir beschlossen haben, ja, wir nehmen tatsächlich das WLAN. Ich könnte da noch viel zu erzählen, aber leider nicht. Das Anschließen vom Scanner an das Ding ist ein bisschen schwierig. Das iPad hat ja so einen Lightning-Anschluss, der Scanner ist per USB. Man kann jetzt einen Lightning auf USB-Adapter nehmen, umgekehrt USB auf Lightning, und das Ding anschließen. Dann funktioniert der Scanner, aber dann kriegt das Gerät keinen Strom mehr. Man könnte die Option wählen, okay, die Filialmitarbeiter müssen morgens das Stromkabel abziehen, den Scanner anstecken, abends, wenn sie gehen, den Scanner abstecken, dann das Stromkabel wieder reinstecken, damit über Nacht das Gerät wieder aufgeladen wird. Das kann man aber den Filialmitarbeitern nicht zumuten. Wir haben kurz überlegt, den Scanner per Klinkenkabel anzuschließen. Das ist ja der zweite Eingang, den so ein iPad hat. Also dass die Daten werden in Töne umgewandelt, per Klinkenkabel als Mikrofon ins Gerät rein, da werden die Töne wieder in Daten umgewandelt. Das funktioniert technisch, ist aber nicht ganz so robust. Was wir dann halt als Lösung gefunden haben letzten Endes... Tut's dann? Okay. Moment... habe ich die Spannung künstlich hochgetrieben. Kannst auch manuell kurz weitermachen. Dann mache ich manuell weiter. Gut. Wir haben ein Spezialkabel besorgt. Das kann man kaufen, kostet sehr viel Geld. Man kann per USB den Scanner anschließen, man kann das Ladekabel anschließen, das führt das beides zusammen an den einen Lightning-Anschluss und dann wird das Gerät gleichzeitig geladen und der Scanner kann seine Daten an das Gerät liefern. Alle, die ein iPad oder ähnliches Tablet besitzen, werden sich eventuell schon gefragt haben, das iPad hat doch auch eine Kamera. Warum könnte man nicht einfach die zum Scannen von Barcodes verwenden? Dann hätte man noch mehr Geld gespart. Deswegen haben wir uns bei der ersten Gehäuseversion mal für einen sogenannten Umlenkspiegel entschieden. Was man ganz gut sehen kann als kleines, rundes Loch irgendwo in der Mitte, ist die Kamera des iPads. Die war dann per Spiegel mit Unterstützung von einigen LEDs
damit der Barcode leichter zu lesen war, umgeleitet haben, sodass man quasi nur seine Karte oder Produkt oben auf die Scheibe legen musste. Es war eine gute Idee, es hat leider am Schluss nicht so wahnsinnig funktioniert, weil die Lichtverhältnisse bei uns in den Filialen doch etwas dunkler sind, als der Barcode-Scan erfordert. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Hardware erzählt, jetzt kommen wir zur Software-Seite. Es war ja Voraussetzung, es soll auf einem iOS-Gerät laufen, und was kann man softwaremäßig auf einem iOS-Gerät machen? Entweder eine iOS-App oder halt eine Web-App, eine Webseite. Das ist ein bisschen schwierig mit den Anforderungen. Also die Hardware-Anbindung geht mit einer iOS-App natürlich wunderbar, und mit einer Web-App funktioniert es nicht. Den Scanner kann man nicht so eine Webseite anbinden, wie man das möchte. Offline-fähig ist eine iOS-App auch, eine Web-App ist ein bisschen schwierig. Man kann sich auf das Caching verlassen, aber das Caching, da hat man nicht in der Hand, was das da im Hintergrund passiert. Und außerdem, gecached werden kann nur das, was irgendwann schon mal angefordert wurde. Aber auch wenn irgendwer in einem Bergdorf in der Filiale jetzt jemand die Seite öffnet, die vorher noch nicht geöffnet war, dann soll er es trotzdem öffnen können. Also ist ein bisschen schwierig, die Offline-Fähigkeit für Webseiten. Bei der Portierbarkeit sieht es aber anders aus. Also eine iOS-App portieren, da muss man eigentlich, wenn man auf Android gehen will, eine neue App bauen. Eine Web-App ist natürlich super. Das ist HTML, das läuft auf jedem Gerät. Da ist die Portierbarkeit einfach gegeben. Was wir dann natürlich gemacht haben, ist eine hybride App. Wir haben eine iOS-App gemacht, so eine Container-App, die sich um die Sachen kümmert, die man im Web nicht kann. Die Anbindung von der Hardware, die Offline-Fähigkeit, zu der ich nachher noch ein bisschen mehr sage. Und dann in einem WebView die Web-App. Also WebView ist im Prinzip ein Browser, den man in seine App einbetten kann, gibt es auch unter Android. Nur müssen die beiden miteinander kommunizieren können. Also ich meine, wenn der Scanner der Container-App die Daten sagt, müssen die ja irgendwie in der Web-App landen. Und die Web-App möchte möglicherweise auch dem Container irgendwie was sagen, dass der mal was tun soll. Und dazu haben wir eine Kommunikationsbridge gebaut. Die funktioniert so. Unter iOS ist es so, die Kommunikation von außen nach innen ist einfach. Die App kann beliebiges JavaScript in dem WebView aufrufen. Das ist sehr praktisch, macht einem ein klein bisschen Angst, wenn man bedenkt, dass so in einer Facebook-App oder in einer Twitter-App auch mittlerweile Webseiten geöffnet werden. Da könnte die App von außen einfach alles drin abgreifen. Aber in unserem Fall war das kein Problem. Wir haben ja die Web-Apps gemacht und wir haben auch die Container-App gemacht, deswegen haben wir uns gegenseitig vertraut. Umgekehrt ist es so, die Webseite kann nach außen nichts aufrufen, zumindest nicht direkt. Das Einzige, was sie machen kann, ist, sie kann URLs aufrufen. Und die App kann die Aufrufe von den URLs abfangen. Wir haben dann das Ganze ausgenutzt, haben uns ein spezielles URL-Schema ausgedacht, das haben wir DMBridge genannt, und die App hat sich dann registriert auf dieses Schema. Und dann haben wir so einen Pfad ausgedacht, das Scanner sagt, wir rufen vom Modul-Scanner die Funktion PEEP auf. Oder in dem unteren Aufruf von dem Modul-System rufen wir auf Get Available Apps. Und so kann dann die Web-App der nativen App sagen, was sie möchte. Das Problem dabei ist, die App kann nicht synchron darauf antworten. Die kann beliebiges JavaScript ja aufrufen, aber erst nach diesem URL-Aufruf. Das heißt, die ganze Kommunikation ist asynchron. Wir haben es dann Promise-basiert gemacht, ist ja vor 2 Jahren, als wir das angefangen haben, war es schon so gut verfügbar, dass es ja, war eigentlich der logische Weg, das so zu machen. Unter Android und Windows sieht es ähnlich aus. Auch da kann eine App beliebiges JavaScript in der Web-App aufrufen. Umgekehrt kann aber die Kommunikation deutlich einfacher sein, weil die App ein JavaScript-Objekt in die Web-App injizieren kann. Und die Aufrufe von Methoden auf diesem Objekt werden dann direkt auf den Java-Code, auf ein Objekt in der Android-App gemappt. Das heißt, wir rufen eine Funktion auf im JavaScript und automatisch wird dann im Java-Code von der App auch die Funktion aufgerufen. Das Datenformat ist dabei aber begrenzt, also man kann Zahlen übergeben, Booleans und Strings, und wenn man ein bisschen komplexere Sachen hat, dann muss man es halt JSON serialisieren, also wenn man ein Array übergeben will oder ein Objekt.
Es ist mittlerweile so, dass diese Art von Kommunikation auch unter iOS funktioniert, aber vor 2 Jahren, als wir das angefangen haben, ging das noch nicht. Nun wollten wir, dass die Web-Apps sich nicht darum Gedanken machen müssen, in welcher Umgebung sie eigentlich laufen. Also für die Web-Apps sollte es total transparent sein, ob sie nun unter iOS laufen oder unter Android. Also haben wir ein Objekt gemacht, das die Kommunikation kapselt, ein JavaScript-Objekt in den Web-Apps. Das ist eine API, die dann verwendet werden kann, und die konkrete Implementierung, wie jetzt diese Aufrufe an die Container-App gegeben werden, darum kümmert sich die DM-Bridge und macht das dann anhand der Umgebung. So sieht das dann aus für die Web-Apps. Auf dem DM-Bridge-Objekt in dem Modul Scanner rufen wir Peep auf, oder wir rufen auf dem System-Modul von der DM-Bridge Get Available Apps auf. Und weil das asynchron ist, liefert die Funktion ein Promise zurück, sodass wir dann die Then-Funktion aufrufen können und die Antwort verarbeiten können. Offline-Fähigkeit habe ich schon ein bisschen angedeutet, ist nicht ganz einfach. Mittlerweile könnte man es vielleicht mit Service-Workern machen, aber vor 2 Jahren konnte man das nicht. Caching von der WebView wollten wir uns nicht drauf verlassen. Wir haben uns dann orientiert an etwas, was es schon ziemlich lange gibt. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch an den Konfabulator erinnert oder später, als sie von Yahoo gekauft wurden, an die Yahoo-Widgets. Das waren Desktop-Widgets, die man auf seinem Rechner halt installieren konnte, so eine Uhr oder Wetter oder sowas. Das funktionierte mit HTML, CSS und JavaScript, wurde zusammengepackt in eine ZIP-Datei und gab noch eine Manifest-Datei, die das Ganze dann beschrieben hat, und das lief dann auf dem Desktop. Ähnliche Sachen gibt es, die W3C Web-Apps, eine Spezifikation, die schon relativ alt ist und die auch mal funktioniert hat, aber irgendwie nie so richtig Verbreitung gefunden hat. Firefox OS Apps waren im Prinzip auch das gleiche, alles zusammengepackt in ein ZIP mit einem Manifest und hat auch keine Verbreitung gefunden. Wenn es 3 Möglichkeiten gibt, irgendwas zu bauen, machen wir natürlich was Viertes. Wir haben ein eigenes Format definiert, weil alles die 3 viel mehr konnten, als wir brauchten, beziehungsweise manche Sachen, die wir brauchten, nicht. Aber im Prinzip ist es ganz einfach. Wir haben eine ZIP-Datei mit einer Manifest, und wenn die Container-App jetzt gerade mal im Internet ist, lädt die das runter, speichert es lokal, und damit haben wir die Offline-Fähigkeit. Nur wenn wir alles lokal haben, haben wir natürlich keinen Server, der uns die HTML-Seiten ausliefern kann oder der uns irgendwie Sachen zusammenbauen kann. Und deswegen haben wir das Frontend davon als Angular-App gemacht. Wir haben heute Morgen gehört, vor 2 Jahren hat man alles mit Angular gemacht, und wir haben vor 2 Jahren auch mit Angular da natürlich angefangen. Weil wir eben keinen Server haben, ist so eine Single-Page-Application ein Muss. Es ist offline-fähig, man kann halt alle Sachen runterladen, es funktioniert, bis auf halt die Calls zum wirklichen Backend. Wir brauchen keinen Server, wobei das nur die halbe Wahrheit ist. Ich meine, wir haben Angular Translate eingebaut, um den Servicepunkt auch in die anderen Länder bringen zu können, und Angular Translate lädt die Übersetzungsdateien per HTTP-Request. Das funktioniert, wenn man es lokal macht, aber dann kommt der Statuscode 0, und Angular macht alles, was Statuscode nicht von 200 bis 299 ist, als Fehler, und damit konnte das nicht geladen werden. Was wir also auch noch einbauen mussten, war, dass die Container-App das HTTP-Protokoll fälscht, also so tut gegenüber der Web-App, als wäre es über HTTP geladen, obwohl es eigentlich von der Festplatte kommt. Und die Kommunikation mit dem Backend, also das, was dann wirklich nicht offline-fähig sein muss, funktioniert per REST. Jetzt habe ich viel über die Schichten erzählt, über die Hardware, über die Container und über die Web-Apps. Jetzt möchte ich gerne mal ein Beispiel bringen, einen Anwendungsfall. Der Nutzer scannt eine Geschenkkarte. Hier auf dem Bild sieht man das Terminal mit dem iPad da drin in dem Container. Was da gerade zu sehen ist, ist die Starter-Web-App, deren einzige Aufgabe ist es, anzuzeigen, welche Web-Apps sind eigentlich installiert auf dem Ding, und dann, wenn man auf so eine Kachel draufklickt, wird die geöffnet. Der Nutzer kommt also an, scannt seine Karte, der Hardware-Scanner sagt, das hier ist der Barcode und das ist der Kartentyp, gibt das der Container-App. Die Container-App ruft dann das JavaScript auf in der Seite. Die triggert ein Event, nämlich aus dem Scanner-Modul das Scan-Event, und übergibt dabei die Daten. Die Starter-Web-App
reagiert jetzt auf das Event und stellt fest, ah, das ist ein Barcode, mit dem kann ich was anfangen, und sagt dann erstmal dem Container, dem Scanner-Modul, mach mal ein Piep. Denn nur dann, wenn die Web-App den Scan auch verarbeiten kann, soll das Ganze piepen, denn sonst ist der Nutzer ein bisschen verwirrt, wenn es piept, aber nichts passiert. Und danach stellt die Starter-Web-App fest, ah, dieser Barcode gehört zur Geschenkkartenanwendung, und sagt dann dem Container, öffne doch mal bitte die Voucher, also die Geschenkkarten-Web-App, und übergibt dabei die folgenden Daten. Der Container lädt dann die Geschenkkarten-App in den WebView rein, und wenn die geladen ist, triggert das dann wieder ein Event, nämlich das Init-Event, übergibt dabei die Daten, die aus der Starter-Web-App kommen, ursprünglich aus dem Scanner. Die Geschenkkarten-Web-App stellt fest, sie kann was mit diesen Daten anfangen und macht einen REST-Call ans Backend, um den Status der Karte rauszufinden. Nämlich, es könnte sein, dass die Karte gesperrt ist, dass sie ungültig ist oder was auch immer. Sie möchte jedenfalls den Status haben. Das Backend früher war ein SOAP-Backend, aber niemand möchte im Browser SOAP-Requests verarbeiten oder erstellen. Deswegen haben wir eine Middleware dazwischen gebaut, die aus den SOAP-Aufrufen REST-Aufrufe macht, damit wir in der Web-App es einfacher haben. Die kommt irgendwann dann mit einer Antwort, gibt der Web-App den Typ und den Status von der Karte, und die kann dann den Login-Screen anzeigen. Das sieht jetzt ähnlich komplex aus wie die Architektur, die wir am Anfang hatten, die wir nicht wollten, aber ist es nicht. Weil hier klar geregelt ist, wer wofür zuständig ist. Und das macht die Entwicklung und auch die Wartung viel einfacher. Wir haben die ganze Anwendung extrem qualitativ hochwertig hingekriegt. Da bin ich total stolz drauf. Also ich glaube, ich habe noch nie ein Projekt gemacht, was qualitativ so hochwertig war wie das. Und das lag daran, dass wir von Anfang an viel Tests eingebaut haben. Wir haben mit Unit-Tests angefangen. Unit-Tests, kurz zusammengefasst, ist, wir nehmen die kleinste Einheit von Software und testen, dass die alles richtig macht. Wir testen nicht, ob die in Zusammenarbeit mit anderen funktioniert, sondern wir testen die für sich, ob sie das, was sie soll, richtig tut. Wir haben halt als Herausforderung diese komplexe Architektur. Wir haben die Container-App, wir haben die Bridge als Kommunikationskanal, wir haben die Web-App, wir haben das REST-Backend. Und um da jetzt Fehler möglichst früh festzustellen, haben wir exzessiv Unit-Tests geschrieben. Für alle von diesen Bereichen. Die DM-Bridge ist so ein kleines Modul, was aus einem Funktionsaufruf eine URL zusammenbaut und die dann aufruft. Macht nicht viel, hat 120 Unit-Tests. Die Lösungen dafür waren auch noch, dass wir sehr kleine Tests gemacht haben. Im Prinzip testen wir in einem Test genau eine Sache. Das hat den Vorteil, wenn der Test fehlschlägt, wissen wir genau, was fehlgeschlagen ist. Wenn man im Idealfall ein Expect-Statement in einem Test hat und das schlägt fehl, weiß man, was es war. Wenn man mehrere hat und der Test schlägt fehl, muss man wieder rausfinden, welches von den Statements ist fehlgeschlagen. Wir testen zum Beispiel die Existenz einer Methode. In Angular schreibt man ja häufig mal Methoden auf den Scope. Wir schreiben in einem Test, ob einfach gibt es diese Funktion. Und in einem separaten Test gucken wir, hat die richtige Anzahl von Parametern, die wir erwarten. Und dann schreiben wir einen Test pro Anwendungsfall. Zum Beispiel das Verhalten, wie reagiert die App, wenn was gescannt wird, ein Barcode. Wir testen dann 20 verschiedene Barcodes, aber die testen wir nicht in einem Test, sondern wir schreiben den gleichen Test, der über diese 20 Barcodes drüber eine Schleife hat. Und wenn dann einer davon fehlschlägt, wissen wir sofort, welcher Barcode es war. Und dann testen wir jeden Server, jeden Service, jeden Controller, jede Direktive, jeden Run-Block und so weiter. Der Test-Stack, den wir dafür verwendet haben, ist, glaube ich, keine große Überraschung. Ich meine, wir haben vor 2 Jahren angefangen, deswegen haben wir Grunt verwendet. Und heute würden wir es, glaube ich, mit Gulp machen. Die Tests beschreiben wir mit Jasmine, lassen es mit dem Karma-Runner laufen, der ja im Prinzip für Angular-Unit-Tests gedacht ist, und das Ganze im Phantom.js. Und das geht einfach super schnell. Wir haben die Automatisierung so gemacht, bei jedem Speichern laufen die Unit-Tests durch. Das dauert weniger als eine Sekunde, bis also die Web-App, die ja die meisten Tests hat, hat knapp 500 Unit-Tests.
Und es läuft in weniger als einer Sekunde durch. Das heißt, bei jedem Speichern, wir wissen sofort, habe ich was kaputt gemacht oder habe ich es richtig gemacht. Ja, die Unit-Tests war so der Anfang. Möglichst viele Unit-Tests schreiben, damit wir früh wissen, was kaputt geht und wo was kaputt geht. Und dann die Integration von den Sachen haben wir über End-to-End-Tests erledigt. Genau, jetzt haben wir alle Komponenten einzeln gut abgetestet, aber wir müssen tatsächlich die Integration noch testen. Dafür haben wir die End-to-End-Tests eingesetzt. Ich könnte es jetzt relativ lang erklären, aber in Anbetracht der Zeit mache ich es einfach mal ganz kurz. Wir wollen einen User simulieren. Wir wollen eigentlich, also in der Definition der End-to-End-Tests, einen User simulieren, der am iPad steht und diverse Aktionen durchführt und dann sich quasi durch die gesamten Apps durchklickt und auch alle Backend-Calls mitnimmt und alles Mögliche, was drumherum gehört. Das hat nicht so ganz funktioniert, sagen wir es mal so. Deswegen haben wir End-to-End-Tests im DM-Style angelegt. Wir hatten uns eigentlich genau das gewünscht, nämlich einen User, der sich komplett durch die App durchklicken kann, also einen simulierten User. Und um den Wunsch mal ein bisschen zu manifestieren und euch den näher zu bringen, habe ich ein ganz kurzes Beispielvideo dabei. So in etwa hatten wir uns das dann vorgestellt. Es gibt auch manche Monkey-Tests, die genauso funktionieren. Die Realität sah dann etwas anders aus. Wir mussten komischerweise einige Kompromisse eingehen und sind dann tatsächlich bei was anderem angekommen, nämlich dass wir zwei große Einschränkungen gemacht haben. Wir können zum einen am iPad keine Touch-Gesten simulieren. Also wir haben keine Möglichkeit, da irgendwelche Eingaben zu tätigen. Das ist teilweise den Frameworks geschuldet, die wir evaluiert haben. Da war beispielsweise auch Appium mal dabei. Teilweise auch unsere Architektur, da wir die Hybrid-App fahren und Appium zum Beispiel in der Version, in der wir es damals getestet hatten, nur die Möglichkeit bot, native Apps zu testen und nicht auf Elemente innerhalb eines Webviews in einem Container zuzugreifen. Deswegen mussten wir die Touch-Simulation schon mal rauslassen. Und was zusätzlich noch ein großes Problem war, dass wir zentralseitig keinerlei Testserver für die Backends zur Verfügung haben. Also wir haben zwar Testumgebungen, aber keine Möglichkeit darauf, tatsächlich irgendwas richtig zu testen. Wenn wir beispielsweise einen Aufladeprozess von Geld testen müssten, dann bräuchten wir Kartenmaterial, das einen festgegebenen Geldwert hat, der sich dann aber immer wieder automatisch erneuert. Und genau sowas ist in den Testszenarien bei uns nicht gegeben gewesen. Das lag außerhalb unserer Kontrolle und deswegen haben wir uns letztendlich dazu entschlossen, einfach alle Backends abzukapseln und komplett wegzumocken. Dazu werde ich auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Unser End-to-End-Test-Stack sieht ähnlich aus wie der Stack für die Unit-Tests. Wir verwenden als Deskriptorsprache Jasmine, haben als Runner Protractor im Einsatz und hatten überlegt, ob wir Phantom.js verwenden. Allerdings wird sowohl von Seiten Angular als auch Protractor empfohlen, nicht auf Phantom.js zu setzen, da sich da teilweise sehr starke Layout-Unterschiede durch ergeben. Zum Beispiel Phantom.js damals in der Version 1.9 kannte keinen Flexbox. Und so ein Vorteil von unserer Architektur war, wir hatten ein iPad, wir hatten ein Webview, wir hatten im Prinzip ein Safari, wir konnten moderne Technologien verwenden. Und da haben dann natürlich gesagt, wir bauen das Ganze per Flexbox, ist ja super. Nur dann haben wir festgestellt, der Phantom.js kann kein Flexbox, die Tests sind fehlgeschlagen. Und dann haben wir jetzt gesagt, nee, damit die Tests nicht fehlschlagen, verzichten wir euch jetzt nicht auf Flexbox, sondern dann verzichten wir lieber auf Phantom.js und sind deswegen zum Chrome gekommen. Genau. Ein paar Details habe ich noch zur Implementierung unserer End-to-End-Tests. Also wir fahren neben automatisierten End-to-End-Tests auch manuelle lokale Tests, nämlich einmal dann, wenn es uns beliebt und wenn wir gerade Lust haben und zum anderen, bevor wir irgendwelche Commits in unser Code-Repository anstellen, sollten wir auf jeden Fall sicherstellen, dass die End-to-End-Tests lokal schon mal durchlaufen. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, was ich gerade eben erwähnt habe, sind automatische Tests bei jedem Git-Push auf den Develop-Branch bei uns. Die werden automatisch in einem Jenkins durchgeführt. Das große Problem dabei ist, also wir haben zwei verschiedene Versionen, jetzt muss ich es doch ein bisschen länger aufziehen. Wir haben einmal Snapshot-Versionen und wir haben einmal tatsächliche Release-Builds, die wir dann raushauen.
Innerhalb der Snapshot-Version wenden wir keine automatisierten End-to-End-Tests an aktuell, weil die End-to-End-Tests selbst relativ lange laufen und weil wir dadurch den Deploy-Prozess auf die Entwicklergeräte, an denen wir tatsächlich testen würden, sehr stark verzögern würden. Also um es als Beispiel zu nennen, ich glaube in der Payback-Web-App sind es 250 Unit-Tests aktuell. Die brauchen so im Schnitt 3 bis 5 Minuten, um durchzulaufen. Und wenn ich gerade live in der Entwicklung bin und irgendwas am Gerät testen will, dann will ich eigentlich nicht bei jeder Code-Änderung immer 3 bis 5 Minuten warten. Deswegen führen wir die End-to-End-Tests automatisiert wirklich bei jedem Release durch, den wir tatsächlich dann fahren, und manuell immer dann, wenn wir es irgendwo lokal mit einbringen können. Jetzt zu den Backends. Wir haben unsere gesamten Backends weggemockt. Das heißt, wir mussten uns irgendeine Möglichkeit zusätzlich überlegen, um zum Beispiel Fehlerfälle, um gewisse spezielle Konstellationen wie ausländische Kunden bei Payback in die Server mit einzubringen, obwohl wir denen keine zusätzlichen Daten übergeben können. Deswegen haben wir uns teilweise, hier am Beispiel von Payback zu sehen, einfach ganz einfache Parser geschrieben, die hergehen und sich eine Kartennummer, die ich ja bei jedem Scan mit eingeben kann in die Web-App, nehmen, sie in ihre einzelnen Bestandteile zerlegen und aus diesen einzelnen Bestandteilen dann ein Konfigurationsobjekt mit rausgeben, indem wir einzelne Bestandteile der Karten auf einzelne Funktionen mappen, zum Beispiel einen Typ für Deutschland oder ausländischen Kunden oder eine ganz interessante Funktion, die Sleep-Funktion. Wenn wir beispielsweise Requests testen müssen unter Realbedingungen, heißt so mal 10 Sekunden hängende Requests, dann können wir da einfach sagen, wir geben da eine Zahl 10 mit rein oder eine Zahl unter 10, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wie viel es ist. Dann schläft der Request einfach so lange. Und wir können damit auch beispielsweise unsere Loading-Anzeigen innerhalb der Web-Apps testen. Wenn man keinen echten Server testet, ist es ja eigentlich kein echtes End-to-End, aber mit einem Mock-Server hat man einfach dadurch viel, viel mehr Möglichkeiten, weil man alle Fehlerfälle simulieren kann. Ein paar Tools, die uns bei den End-to-End-Tests sehr geholfen haben, wollen wir gerade noch kurz vorstellen. Screenshots. Es gibt einen Protector Screenshot Reporter, der macht immer dann, wenn ein Test gelaufen ist, einen Screenshot von der Webseite. Oder wenn man es richtig konfiguriert, nur dann, wenn der Test fehlschlägt. Und das ist super praktisch. Das zum Beispiel hat uns geholfen zu verstehen, warum die Tests in PhantomJS fehlschlagen. Da haben wir uns einen Screenshot angesehen, haben gesehen, es sieht nicht so aus, wie es aussehen soll. Aha. PhantomJS kann anscheinend kein Flexbox. Und sonst, wenn man einen Test hat, der fehlschlägt und es einem nicht sofort intuitiv klar, was kaputt ist, guckt man sich den Screen an und sieht, ah, okay, hier ist ein Element, was eingeblendet wird und zu dem Zeitpunkt, wo der Test aufgerufen wird, ist das Einblenden noch nicht ganz fertig, dann kann Protector da auf das Element nicht draufklicken, also schlägt der Test fehl. Also das würde ich jedem empfehlen, der irgendwie End-to-End-Tests macht, Screenshots machen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Viewport-Größe, das überspringe ich mal kurz. Wir hatten das Problem, wir laufen ja in der WebView auf einem kompletten im Vollbild, aber das zu simulieren im Browser, in den End-to-End-Tests war es ein bisschen schwer. Das Skript haben wir gemacht, die Folien könnt ihr angucken, falls euch interessiert. Genau, zusätzlich haben wir sogenannte Page-Objekte noch verwendet. Page-Objekte, um es kurz zu fassen, sind einfach die globale Definition von gewissen Elementen, die ich in einem End-to-End-Test brauchen kann, zum Beispiel die ich klicken will oder die ich finden will. Die können wir einfach in einer einzelnen Datei ablegen und haben dadurch den großen Vorteil, dass wir es wirklich an einer Stelle abgelegt haben. Und wenn wir es in 10.000 anderen End-to-End-Test-Files verwenden, wenn sich jetzt irgendeine Beschreibung oder irgendeine CSS-Klasse ändert, die wir abgreifen müssen, wir sie wirklich nur an dieser einen Stelle anpassen müssen und alle End-to-End-Tests dann wieder laufen. Zusätzlich verbessern sie die Lesbarkeit. Dafür habe ich auch noch ein kleines Beispiel mitgebracht. Wenn es denn kommt, jetzt. Das ist ein Beispiel eines unserer End-to-End-Tests. Was man hier wunderbar sehen kann, ist zum Beispiel auf der linken Seite das Page-Objekt an sich. Dann in der Mitte eine schöne Benamung von irgendeinem Radio-Button, auf dem wir dann wunderbar leserlich alle anderen Events ausführen können. Kommen wir zu den Lessons Learned. Das war meine Hauptlektion. Tests schreiben macht Spaß. Ich weiß, dass viele Leute das nicht nachvollziehen können, aber es macht wirklich Spaß, wenn man eine Testumgebung hat, die es einem leicht macht, Tests zu schreiben. Wir haben uns dann im Laufe der Zeit so ein bisschen
hochgepusht, wer wie viel Tests schreibt. Und wenn mal jemand vergessen hat, Tests zu schreiben, haben wir dem anderen auch Tests geschrieben, die dann vielleicht mal fehlgeschlagen sind. Und also wenn man eine Testumgebung hat, wo Tests schreiben einfach ist, macht es total Spaß. Wir hatten letzten Endes insgesamt ungefähr 1000 Unit-Tests in den 6 Web-Apps und über 500 End-to-End-Tests. Und daneben, dass es eigentlich Spaß macht, gibt es vor allem ein gutes Gefühl, weil man weiß, die Qualität stimmt. Was man einmal getestet hat, wofür es Tests gibt, das kann einem ja nicht mehr kaputt gehen. Zum anderen braucht das Aufbauen einer soliden Testarchitektur leider auch etwas Zeit. Also wir haben zu Beginn des Projektes, ich glaube, insgesamt 2 Sprints. Wir haben dabei agil gearbeitet, also werden bei uns knappe 4 Wochen gebraucht, um sowohl die Testarchitektur für Unit-Tests als auch End-to-End-Tests aufzusetzen. Aber danach war sie auch definitiv solide. Es war total cool, dass wir die Zeit bekommen haben. Also ich kenne kein anderes Projekt bisher, bei dem man vom Auftraggeber so viel Zeit kriegt, die Qualitätssicherung so solide aufzubauen. Und es hat sich so gelohnt, weil wir konnten die Qualität garantieren. Und ist für den Kunden wahrscheinlich ein bisschen schwierig am Anfang zu sagen, ja, arbeitet mal hier 1 oder 1,5 Leute 4 Wochen lang dran, um das aufzusetzen, aber es lohnt sich letzten Endes. Wenn man so viele Tests hat, ist die Frage, macht man Test-Driven Development? Ich bin da ein bisschen skeptisch. Also ja, wenn man eine API hat, wo die Schnittstelle definiert ist, kann man auch gerne erst die Tests schreiben und dann Implementierung. Aber gerade so bei ein bisschen komplizierteren Sachen weiß man vielleicht am Anfang noch gar nicht, wie man es umsetzen möchte. Also ich weiß vielleicht noch gar nicht, welche HTML-Elemente ich brauche. Und deswegen haben wir kein Test-Driven Development gemacht. Was wir aber gemacht haben, ist Test-Driven Bug-Fixing. Also wir haben natürlich Tests geschrieben während der Implementierung für die Happy Cases, also das, wenn der Nutzer sich verhält, als würde er ganz lieb und freundlich zu uns sein. Wir haben erwartete Fehlerfälle Tests geschrieben. Aber dann, wann immer ein Bug reinkam Fehlverhalten von der App, also wenn der Nutzer irgendwas gemacht hat, womit wir nicht gerechnet haben, dann haben wir als erstes den Test geschrieben und dann den Bug gefixt. Und dadurch konnten wir garantieren, dieser Bug wird nie wieder auftreten, weil jetzt haben wir ja einen Test dafür. Genau. Jetzt hatten wir viel Informationen, hoffentlich auch viel hilfreiche oder interessante Informationen. Wir beide wären damit fürs erste Mal fertig und hätten jetzt noch Zeit für Fragen. Außerdem haben wir so ein Vorführgerät von einem Servicepunkt mitgebracht. Das steht draußen bei dem InnoVex-Stand. Also wenn jemand mal Lust hat, sich das anzugucken oder zu gucken, was passiert, wenn man ein Nutella-Glas scannt, könnt ihr gerne gleich mal da vorbeikommen. Und jetzt, wenn ihr Fragen habt, schießt los.